Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico! Und Keiko! Zu euren Diensten! Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich hab alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf, außerhalb der Stadt. Du hast eine Stunde. Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. Ich habe alles, um neue zu machen, und lupft den Rock. Die Frau ist so knallhart. Keiko und Ludovico Orsi. Gelangweilt von ihrem Lotterleben auf dem Land, entschieden die Orsi-Brüder, etwas Würze in die Sache zu bringen. Sie gründeten einen Geldverleih, der sehr erfolgreich war, vor allem weil sie alle diejenigen töteten, die nicht zurückzahlten. Dann heuerte Katharina Sforza sie an, um ihren Mann Girolamo Riario, einen Templer, umzubringen, was sie auch prompt erledigten. Sie ritten zu seinem Palast, walzten ins Esszimmer, stachen ihm ins Herz, plünderten das Anwesen und ließen seine nackte Leiche im Stadtzentrum zurück. Den Abstergo-Daten nach wollte Rodrigo Borgia sie nach seiner Flucht aus Venedig dafür bezahlen, den Edensplitter zurückzubringen. Und natürlich Katharinas Kopf. Es war die Idee der Orsi-Brüder, ihre Kinder zu entführen. Ich frage dich, was ist das für eine Welt, in der die Reichen so böse sein dürfen? Krass. Okay, schnappen wir uns diese zwei Bastarde. Oder wir springen erstmal wieder in den Tod. Okay. Müssen uns beeilen. Nur jetzt nicht aufhalten lassen. Was zur Hölle? Ja, nicht in deiner Schicht, genau. Die endet nämlich jetzt, deine Schicht. Ich beeile die Kinder. Wir werden die Kinder hinrichten. 9 Minuten noch Zeit. Den Tod. Okay. Nein, 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 nein. Was zum Teufel macht ihr hier oben? Spazieren? Okay. Irgendwo hier sind die Kinder. Irgendwo in diesem Dorf. Meine Mutter ist wild. Wir Sforza-Frauen sind keine zarten Blumen.
Wir mögen hübsch aussehen, aber das tut. Frag doch Papa. Na komm, lass mich doch. Warum? Ich hätte Angst vor euch. Das wäre ein Fehler. Ganz toll. Ach Gott. Halt die Schnauze. Oh, sterb doch einfach. Warum geht ihr mir so auf den Sack, Mann? Das ist wirklich Quatsch. Das werdet ihr nie erleben. In einer Stunde bin ich zu Hause. Also verschwendet ihr eigentlich nur eure und meine Zeit. Der Junge hat recht. Ihr verschwendet meine Zeit. Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Da kommen noch mehr. Da kommen echt noch mehr. Mörder! Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, dann mach die Augen auf. Hoffentlich hast du schon deine Mist mit Gott gemacht. Oh Gott, das sind auch schon wieder welche. Ich sehe ihn! Da! Oh, oh Mann, die Zeit, Alter. Echt. Geht mir doch nicht auf den Senkel. Nervtötend. Springt doch alle ins Wasser, dann seid ihr alle tot. Depp. Blumen. Wir mögen hübsch aussehen. Zack, einer weniger von den Dreckschweinen. Hoffentlich glaubt ihr nicht, ich hätte Angst vor euch. Das wäre ein Fehler. Meine Mama lässt nicht zu, dass ihr mir etwas antut. Ist gut. Und wenn ihr auch nur ein... Ist gut. Grazie, grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Gut, am Leuchtturm. Va bene, wo ist der Leuchtturm? Glaube ich, nehme ein Pferd. Ich habe nur noch 5 Minuten Zeit. Ah, aus bitte, dem Weg! Lass mich das aus dem Weg, Mann! Da ist er. Was? Jetzt haut das Pferd auch noch auf die Schnauze. Und sie rennen mir wieder hinterher. Forza ragazzi, forza! Kein Heuhaufen, scheiße. Ich hab gehofft, da ist ein Heuhaufen. Mach dir den Gang aus! Schnapp dich! Glaubst du, du bist schneller als wir? Nee. Ich weiß, dass ich schneller bin. Gehen Sie ihn, Katharina? Gib uns, was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. Oh, Jungs! Lasst mich doch in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Alter, wie viele! Okay, wir machen jetzt so. Aua! Meine Fresse! Na komm, geh doch hoch! Geh doch hoch! Na, nein, nein! Ah, du gottverdammter Penner! Scheiß blöden Steinwerfer! Ihr dreckigen Hundesöhne! Nein! Es ist zum Kotzen, es ist zum Kotzen. Basta, basta, ich bekomme Kopfschmerzen. Oh Gott, Alter, ich krieg die Krise bei dem Spiel noch. Nein. Das ist die letzte Chance, Katharina. Den Apfel sofort, oder ich breche dem Jungen die Beine. Ich hab keine Chance mehr. Nein, nein, nein! Oh Gott!
Lasst mich in Ruhe. Es ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Ich mache euch jetzt alle platt. Ja, komm! Ja, der Nächste, bitte! Nicht den Mumm dazu. So. Jetzt ist Schluss. Los, Katharina. Jetzt habe ich nur noch 2 Minuten. Apfel und die Karte, oder dein Kind ist ein Krüppel. Alter. Oh, das ging schon schneller. Ja, ja. Boah, diese... Ich muss mal. Bitte, Herr. Ich muss ganz dringend. Oh, komm schon. Bitte gehen. Ja, geh doch hoch, bitte, Ezio, bitte. Halt einfach die Klappe. Nur noch 2 Minuten. Wo ist denn der Junge? Da oben. Da ist der, oder? Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Hast du keine Eier? Er ist auch ein Kleinkind, Fragezeichen. Okay, ich muss wohl doch ganz hoch. Oder? Ja. Basta, basta! Ich bekomme Kopfschmerzen! Und tschüss! Das war der erste Schweinehund. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Erledigt. Gerettet. Oh. Grazie, Messere. Ich dachte, das wäre ein Junge. Sieht aus wie ein Mädchen. Brava, ich hab's geschafft. Mein Gott, war das stressig wieder. Es wäre alles viel besser gewesen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Ich hab gewusst, ich muss so schnell wie möglich da hoch, weil sonst stirbt der Junge, die Zeit läuft ab und dann die ganzen Wachen, wie sie mir auf den Sack gegangen sind. Zu gut. Echt zu gut. So. Wo zum Teufel? Ich bin doch jetzt bestimmt hier gleich in der Nähe von dem Ding, oder? Nö, das ist ja auf der ganz anderen Seite. Na, dann gehen wir halt wieder zurück zu Katharina. Okay. Alles klar. Der andere Penner muss noch dran glauben. Aber ich glaube, ich gehe doch. Aber vielleicht führt es mich da nachher wieder hin. Ich weiß das auch nicht. Keine Ahnung. Los, los! Was war das? Ist er irgendwo... Hä? Warum läuft das Pferd nicht mehr? Komm schon. Hä? Wo? Wieso? Hä? Hier geht's nirgends rein! Oh, ich bin hinten. Ich kann es außen rum reiten. Ich bleib jetzt aber auf dem Weg. Weg! 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 Einfach alle umreiten. Haut ab! Macht Platz! Lauft nicht so auf der Straße rum. Boah! Schießt das Pferd auf die Fresse. Oh. Das Kind ist auch ein Assassine. So ist es runtergekommen. Ist runtergesprungen, runtergeklettert. Ah. Oh, geil. Ach, weißt du was? Stugatz, bleib hier, du blödes... Blöder Cavallo. Ja, ja.
gehe ich kurz die Zusatzding machen und dann gehe ich wieder zu Katharina. Die Zusatzerinnerung. Die Kinder sind ja gerettet und nur noch der eine Bruder ist übrig. Den killen wir danach. Okay. So wie es aussieht, muss ich den Leuchtturm nach oben. Moment mal. Das ist der gleiche Leuchtturm wie... Okay. Das ist tatsächlich der gleiche Leuchtturm. 1:1. Der glitzegleiche Leuchtturm. Nur ein bisschen größer, glaube ich. Naja. Ubisoft war früher faul. Kann man nicht anders sagen. Was denn? Mit Hilfe der Karte. Lass mal sehen. Nein, oder? Nein! Ich soll schon wieder fliegen! Warum? Nein! Warte, warum? Hä, was bringt denn das? Was war das denn? Wieso bin ich runtergefallen? Und was muss ich machen mit dem Fluggerät? Komisch. Okay. Gar keine Erklärung. Einfach starten. Oder wie? Es gibt überhaupt gar keine Erklärung, warum ich das jetzt machen soll. Naja, gut. Ich probiere es jetzt noch. Und wenn nicht, dann fliege ich dorthin. Also wenn es nicht... Vielleicht gibt es richtig viel Asche. Wer weiß. Aber davor... Mit Hilfe der Karte können sie Ziele... Naja. Oh, wo ist denn? Ja, das machen wir als erstes. Synchronisieren und dann fliegen wir. Keine Ahnung wohin, aber wir fliegen. Vor allem ohne Feuer haben wir keinen Auftrieb mehr.